Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diesen Haushaltsentwurf kann ich in einem Satz zusammenfassen. Diese Bundesregierung hat ein Herz für Panzer, aber nicht für Kinder. Und das ist das falsche Signal. 85,5 Milliarden Euro nach NATO-Kriterien berechnet wollen Sie im kommenden Jahr für die Bundeswehr ausgeben. Und ich sage Ihnen, keine Bundesregierung hat bisher so rücksichtslos aufgerüstet wie diese Regierung aus SPD, Grünen und FDP. In weniger als 100 Tagen haben Sie ein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro beschlossen. Sie sind aber nicht in der Lage, eine wirkliche Kindergrundsicherung in 4 Jahren umzusetzen. Und das ist ein wirkliches Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Ich erwarte vom Bundeskanzler morgen 4 klare Ansagen. Erstens, wir werden Armut in unserem Land nicht mehr länger zulassen, koste es, was es wolle. Zweitens, wir werden endlich entschieden uns für einen Waffenstillstand in der Ukraine einsetzen. Und drittens, wir werden das Klimageld 2024 auszahlen und vor allen Dingen die Vermögenden an der Finanzierung der Klimakrise beteiligen, meine Damen und Herren. Und drittens, viertens, wir werden dafür sorgen, dass jeder Mensch eine Wohnung hat und im Winter nicht frieren muss, koste es, was es wolle. Meine Damen und Herren, Frau Lötsch, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen Banatschak? Nein. Bisher habe ich vom Bundeskanzler solche Aussagen nicht gehört. Ich höre immer nur, dass die Bundeswehr hochrüsten will, koste es, was es wolle. Und das ist entschieden der falsche Weg, meine Damen und Herren. Wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise. Aber diese Bundesregierung tut alles, um diese Krise weiter zu verschärfen. Sie wollen in allen sozialen Bereichen kürzen. Es ist ja schon angesprochen worden. Ich sage mal zu den Grünen, Migrationsberatung wollen Sie kürzen. Das freiwillige soziale Jahr wollen Sie einkürzen. Was ist denn da die Logik dahinter? Ich kann es nicht verstehen. Es gibt nur eine Ausnahme. Die Bundeswehr kann mit vollen Händen das Geld weiter aus dem Fenster werfen. Und wir wissen alle, mehr Geld für die Bundeswehr bedeutet nicht mehr Sicherheit. Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen ist ein Konjunkturprogramm für die deutsche und vor allen Dingen für US-Rüstungskonzerne. Wir brauchen aber ein Konjunkturprogramm für die zivile Wirtschaft, für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit. Wir haben Notstände im Gesundheitswesen, in der Bildung, bei der Deutschen Bahn. Aber Sie wollen die Schuldenbremse weiter anziehen. Das hat mit wirtschaftlichem Sachverstand nichts zu tun. Das verbaut unsere Zukunft. Das darf nicht sein. Herzlichen Dank.